Land der Berge, Götter und heiligen Männer. Nepal, das mystische Reich im Himalaya. Hier riskieren Piloten bei gefährlichen Flügen entlang der Steilwände ihr Leben. Es gibt hier immer ein Risiko. Das Wetter ist unvorhersehbar und kann sich jederzeit ändern. Logistik ist in Nepal eine große Herausforderung. Hier sind schon viele abgestürzt und ins Wasser gefallen. Im Chitwan-Nationalpark leben einige der letzten Exemplare bedrohter Tierarten. Chinas Hörner sind von Wilderern bedroht. Zu ihrem Schutz gehen wir Tag und Nacht auf Patrouille. Nepal, dem Himmel so nah. My name is Captain Ashish Sechen and I work at the top of the world. Es ist früher Morgen in Kathmandu. Im Büro der Rettungsflieger herrscht reges Treiben. Das kleine Hospital in Namche Bazaar, unweit des Mount Everest, hat sich gemeldet. Sie haben einen Patienten, der eventuell ausgeflogen werden muss. Eine Ärztin aus der Stadt soll kommen und die Situation vor Ort beurteilen. Man hat uns informiert, dass es in Namche Bazaar einen kranken Patienten gibt. Namche liegt auf einer Höhe von über 3300 Metern, also kann es sehr gut sein, dass der Patient an der Höhenkrankheit leidet. Deshalb sollten wir keine Zeit verlieren. Ich werde mir den Patienten genau anschauen. Meine Medikamente und Ausrüstung habe ich dabei. Sollte er zurück nach Kathmandu gebracht werden müssen, nehmen wir ihn mit. Wenn wir vor Ort behandeln können, machen wir das und geben ihm Medikamente. Ich fliege hier in Nepal seit über 23 Jahren und es ist immer noch faszinierend. Ich bin so begeistert von den Bergen, den Menschen, der Kultur, einfach allem. Ich mache viele Rettungsflüge, hole Leute aus den Bergen und bringe sie ins Krankenhaus nach Kathmandu. Ich bin sehr stolz auf meinen Job. Das größte Problem ist, wenn die Patienten richtig krank sind und wir sie in den Bergen nicht richtig behandeln können. Sie runterzubringen wäre ohne Helikopter kaum möglich. Es gibt dort keine Straßen mehr. Entweder muss man sie auf den Rücken oder eine Bahre nehmen. Und dann weiter mit Pferden für 3, 4 oder 5 Tage. Auf dem Weg nach Namche Bazaar muss der Helikopter in Lukla zwischenlanden. Der Flughafen gilt aufgrund seiner exponierten Lage als einer der gefährlichsten der Welt. Wer nicht eine Woche über Land von Kathmandu aus anreisen will, der muss durch die Luft kommen. Namche Bazaar liegt auf ungefähr 3300 Metern und es gibt nur ein sehr kleines Helipad. Deshalb lasse ich alles hier, was ich hier lassen kann. Wegen der Höhe und um die Performance des Helikopters nicht zu verlieren. Ich möchte so leicht wie möglich sein. Deshalb lasse ich sogar Treibstoff hier. Noch weiß das Team nichts Genaues über den Zustand des Patienten. Captain Assis will keine Zeit verlieren und startet den Helikopter zum Weiterflug. In dem kleinen Himalaya-Staat Nepal leben 30 Millionen Menschen. Und es gibt 70 verschiedene Völker, die mehr als 50 unterschiedliche Sprachen sprechen.
Nepal ist eines der ärmsten Länder der Welt. Liegt das deutsche Durchschnittsgehalt bei 45.000 Euro, verdient man in Nepal im Schnitt nur 800 Euro im Jahr. Die Menschen glauben an ihr Karma und vertrauen in die Zukunft. Die Götter sind allgegenwärtig und an den heiligen Orten der Hindus und Buddhisten herrscht immer reges Treiben. Das schwere Erdbeben im Jahr 2015 hat das historische Stadtbild Kathmandus fast gänzlich verändert. Viele der als Weltkulturerbe eingestuften Tempel wurden dem Erdboden gleichgemacht. Doch die Menschen lassen sich nicht unterkriegen und arbeiten Hand in Hand am Wiederaufbau ihres Landes. Die Regierung hilft nur wenig und man ist auf Spenden aus dem Ausland angewiesen. Mehr als 800.000 Häuser wurden in ganz Nepal zerstört. Am 25. April, als das Erdbeben kam, waren wir in unserem Laden. Wir hatten sehr viel Angst. Um uns herum ist alles zusammengefallen. Alles ging sehr schnell. Unser Haus wurde fast komplett zerstört und der Wiederaufbau ist sehr schwierig. 8.786 Menschen fanden einen tragischen Tod. Alleine im Kathmandu-Tal mehr als 4.000. Unsere Kinder waren auch im Laden. Sie sind schnell weggerannt. Mein Sohn wurde von einem herabfallenden Ziegelstein getroffen. Bis heute hat die Regierung für uns nichts getan. Wir mussten uns um alles selber kümmern. 3 Jahre nach dem Erdbeben wird in Kathmandu immer noch aufgeräumt und aufgebaut. Man schaut weiter nach vorne, auch wenn die Zeit hier nicht alle Wunden heilen kann. Der Königsplatz in Patan, einer der bedeutendsten UNESCO-Weltkulturstätten Nepals. Er gilt als Juwel nevarischer Handwerkskunst. Seine Erbauer, das Volk der Nevar, waren bereits vor 1000 Jahren architektonische Meister, die sich ihre kulturelle Vielfalt bis heute bewahrt haben. Sie genießen hohes Ansehen und gehören zu den höheren Ständen der nepalesischen Gesellschaft. I'm Robbie Darsanthari. I'm working in the conservation of these monuments in Patan Darbar Square since 2011. Der Wiederaufbau des Platzes steht unter der Leitung des Kathmandu Valley Conservation Trust und wird ausschließlich durch ausländische Spendengelder finanziert. Nach dem Erdbeben 2015 standen wir vor der Herausforderung, die Tempel originalgetreu wieder aufzubauen. Hey, wie geht's? Alles okay? Akribisch werden die kunstvollen Verzierungen ausgeschnitzt. Mit einer Schablone wird das Relief auf den Holzbalken übertragen. Im 14. Jahrhundert hat der König des Kathmandu-Tals unsere Kasten nach Berufsgruppen aufgeteilt. Die Holzschnitzer Nepals arbeiten also bereits seit Generationen in ihrer Zunft. Mitglieder anderer Kasten arbeiten beispielsweise nur mit Kupfer, andere nur mit Gold. Es gibt also traditionelle und kulturelle Gründe, dass unsere Kasten nach Berufsgruppen aufgeteilt sind. Ruit ist für die Arbeiter ein wandelndes Lexikon. Kaum einer weiß mehr über die alten Baustile als er. In der Mittagspause will er mit seinem Vorarbeiter weitere Details besprechen. Wo sonst würde dies besser gehen als in einem traditionellen Restaurant? Hier gibt es typische nevarische Hausmannskost. Es ist eines der besten Restaurants der Stadt, wo wir gerne zum Mittagessen hingehen. Die nevarische Küche unterscheidet sich vom typischen nepalischen Essen durch ihre große Vielfalt. Die Mahlzeiten sind vielseitiger und Büffelfleisch spielt eine größere Rolle. Wir haben diesen Laden seit 100 Jahren. Mein Großvater hat ihn gegründet und meine Eltern haben ihn weitergeführt. Ich habe den Laden neu eingerichtet. Das ist nun genau ein Jahr her. Das ist Siapumitsa, Knochenmark in Büffelmagen. Das sind frittierte Eier,
Das hier ist Büffelgehirn und das Rückenmark. Sojabohnen, Reisflocken, Kartoffeln, Tomatencurry und das ist Trockenfleisch. Und hier süße Teigtaschen. Essen, Trinken und Geselligkeit spielen in der nevarischen Kultur eine große Rolle. Kein Wunder, dass sich Rohit und sein Kollege ausreichend Zeit zum Essen und Beraten nehmen. Sie stehen nicht unter Zeitdruck. Wichtig ist nur, dass die Tempel wieder aufgebaut werden. Internet und Smartphones gehören für die jüngere Generation in Kathmandu zur Standardausrüstung. Das Interesse für die Welt außerhalb Nepals wird immer größer. Insbesondere für den westlichen Lifestyle. Kein Wunder, dass es mittlerweile auch in Kathmandu einen kleinen Funpark und einen Skateshop gibt. Hi, I am Uzzul Dungul. I am bringing new lifestyle to Nepal. Seit über 5 Jahren engagiert sich Uzzul für die Skater. Dabei ist er nicht nur Trainer, sondern auch eine Art Streetworker. Ich war 14 und bin noch zur Schule gegangen, als ich einen Japaner in den Straßen von Kathmandu skaten gesehen habe. Seitdem stehe ich total auf Skateboarding. Es war gar nicht so einfach, ein vernünftiges Brett zu bekommen. Die gab es ja nur im Ausland. Hier gab es nur China-Boards, ohne Grip-Tape. Um meinen Skateshop zu eröffnen, habe ich angefangen, Bretter aus Bangkok zu importieren und habe dann diesen Laden aufgemacht. Und das mit großem Erfolg, denn hier gibt es alles, was das Skaterherz begehrt. Als Uzzul anfing, waren sie nur zu dritt. Heute ist die Community auf fast 800 Leute angewachsen. Alle, die hier vorbeikommen, sind begeistert und sagen, oh mein Gott, ein Skateshop in Kathmandu. 99% fragen mich, wo sie skaten können. Sie sagen, hey, ich habe ein Skateboard gekauft, jetzt will ich wissen, wo ich gut fahren kann. Und natürlich kennt Uzzul die passende Antwort. Hier in Kathmandu gibt es einen ganz besonderen Skater. Er ist körperlich behindert, aber lässt sich dadurch nicht unterkriegen und er wird immer besser. Ich trainiere ihn seit 3 Jahren. Immer wenn er Zeit hat, ist er im Skatepark. Mein Name ist Jitendra, ich mag Kickflip. Das Skaten gibt Jitendra eine Möglichkeit, positiv mit seiner Behinderung umzugehen. So oft er kann, trifft er sich mit seinen Freunden im Funpark. Sehr zum Leidwesen seines Vaters. Nachdem meine Mutter krank geworden ist, musste ich meiner Familie helfen. Ich habe angefangen zu betteln. Ungefähr 7 bis 10 Euro bekomme ich am Tag. Oft werde ich aber von der Polizei verjagt. Das Geld bekommt meine Mutter. Sie findet Skaten gut, aber mein Vater ist dagegen. Er versteht das nicht. Er will, dass ich im Rollstuhl betteln fahre. Jitendra ist einer der besten Skater Kathmandus. Und das trotz seiner Behinderung. Für ihn hat sich durch das Skaten fast alles geändert. Sein Selbstbewusstsein ist gestiegen. Und er hat eine Gruppe gefunden, die ihn so akzeptiert, wie er ist. Mein Vater will nicht, dass ich skate. Er hat Angst, dass die Leute reden. Ich hatte mal 6 Skateboards. 4 hat er verbrannt. Und 1 ist kaputt gegangen. Meine Mutter erlaubt mir ab und zu, in den Skatepark zu fahren. Aber dafür muss Uzzul immer anrufen und sie für mich fragen. Für die Skater-Kids von Kathmandu ist Uzzul ein Held. Ein großer Bruder, der für sie da ist. Hier gibt es ein kleines Restaurant, wo ich für die Kids Essen bestelle. Die sind hungrig, wenn sie den ganzen Tag rumrollen. Also bestelle ich ab und zu was. Ich freue mich, wenn es ihnen gut geht und sie sich verbessern. Die Skater-Szene in Nepal wächst und wächst dank ihres charismatischen Mentors. Nepals Bergwelt gehört zu den spektakulärsten der Welt.
Alleine 8 der 14 Achttausender liegen auf nepalesischem Staatsgebiet. Ein Paradies für Trekker, Bergsteiger und Abenteurer. Der kleine Ort Lukla auf 2860 Meter Höhe ist das Eintrittstor in die Khumbu-Region. Hier starten die meisten Expeditionen zu den Achttausendern des Himalaya. Der kleine Flughafen ist einer der gefährlichsten der Welt. Die Rollbahn ist nur 530 Meter lang, mit einer Steigung von über 12%. Wer hier einen Fehler macht, stürzt über 600 Meter in die Tiefe oder zerschellt an einem Berg. Captain Assis hat seinen Helikopter so weit vorbereitet, dass er den Höhenflug nach Namche Bazaar antreten kann. Das Wetter ist zwar immer noch unbeständig, aber der Patient im Hospital von Namche kann nicht länger warten. Das Fliegen in den Bergen ist immer mit Risiken verbunden, je höher man kommt. Das Wetter spielt da eine große Rolle. Man kann hier schwer Voraussagen machen und es ändert sich ständig. Das ist die größte Herausforderung, mit der wir zurechtkommen müssen. Mit Sicht auf den nebelverhangenen Everest, Lhotse und Amadablam setzt Captain Assis zur Landung in Namche Bazaar an. Nach der erfolgreichen Landung übernimmt Ärztin Minalma aus Kathmandu. Namche Bazaar ist die Heimat der Sherpas. Von hier benötigt man ca. 2 bis 3 Tage zum Mount Everest Basislager. Gibt es unterwegs Probleme, ist Namche der einzige Ort weit und breit, um halbwegs verlässliche Hilfe zu bekommen. Ich habe gehört, dass es sich um einen männlichen Patienten handelt, der seit gestern nicht mehr gehen kann. Sollte es sich nur um akute Höhenkrankheit handeln, brauchen wir ihn nicht mitnehmen. Dann reicht es, wenn er sich ausruht und absteigt. Ist es ein Höhenhirn- oder Lungenödem, dann haben wir einen echten Notfall und müssen ihn runterbringen. Dem jungen Australier geht es seit 2 Tagen immer schlechter. Seine Muskeln schmerzen und er kann sich nur schwer bewegen. Ich bin Dr. Minalma Pandey. Mach dir keine Sorgen. Sitzen tut sehr weh und liegen kann ich auch kaum. Kannst du dich aufsetzen? Wäre das okay? Ja, klar. Passt so? Ja, zeig mal die Stelle. Vor allem dieser Bereich. Also hier? Ja, genau da. Und hier nicht? Nein, da nicht. Die Untersuchung hat gezeigt, dass er keine neurologischen Probleme oder Probleme mit den Knochen hat. Es sind eher die Muskeln. Die Schmerzen werden jetzt nicht so schnell weggehen. Aber es ist nicht so schlimm, dass wir ihn runterbringen oder retten müssen. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Die letzte Nacht war sehr schmerzhaft und ich bin hier mitten im Himalaya. Der Australier hat Glück im Unglück. Eine teure Helikopterrettung bleibt ihm erspart. Minalma setzt ihre Visite fort. Im ersten Stock wird ein 9 Monate altes Sherpa-Mädchen mit einer Inhalation behandelt. Das Mädchen hat seit einigen Tagen Husten und ist kurzatmig. Das Gleiche hatte sie vor 2 Monaten schon mal. Sie hat aber nur eine normale Erkältung, bedingt durch die große Höhe. Minalmas Arbeit ist für heute getan. Ihren Koffer mit Medikamenten lässt sie für die weitere Versorgung der Patienten im Krankenhaus. Nun geht es zurück nach Kathmandu. Die nächsten Patienten warten bereits. Nepal ist ein Land der Extreme. Zwischen China im Norden und Indien im Süden gelegen, bietet das kleine Land von arktischer Kälte im Himalaya bis hin zu tropischer Hitze in der Tiefebene des Terai alle erdenklichen Klimazonen auf kleinstem Raum. Eins der größten Highlights eines jeden Nepal-Besuchs ist der Chitwan-Nationalpark.
1973 als erster Nationalpark Nepals gegründet, kämpfen hier die Ranger täglich um das Wohlergehen der Tiere. Mit steigendem Erfolg. Das All-Terrain-Vehicle hier ist der asiatische Elefant. Sie erreichen eine Größe von 3,5 Metern und wiegen bis zu 5,5 Tonnen. Namaste, mein Name ist Raju Mahardhan. Ich bin Jangali Janavarga. Einst das Jagdrevier des nepalischen Adels beherbergt der Park heute über 700 verschiedene Tierarten. Aber Wilderei ist ein großes Problem. Wenn wir mit den Elefanten auf Patrouille gehen, kommen wir viel tiefer in den Dschungel als mit Jeeps. Wilderer sind meist abseits der Pfade unterwegs und sie verstecken sich, wenn sie Motorengeräusche hören. Mit Jeeps sind wir an die Wege und Straßen hier im Reservat gebunden. Mit den Elefanten kommen wir überall hin. Sie sind für die Ranger aber nicht nur das optimale Fortbewegungsmittel. Die Elefanten bieten auch Schutz gegen angreifende Tiere. Letzte Woche sind wir genau hier zu Fuß gewesen. Plötzlich standen wir direkt vor einem Nashorn, Auge in Auge. Es hat uns angesehen, wir haben das Nashorn angesehen und dann sind wir ganz schnell weggelaufen. Eine gefährliche Situation. Ein Krokodil. Wir nennen es Magamat. Manchmal kommt es vor, dass sich Tiere in die Siedlungen verirren. Dann müssen wir sie wieder rausholen. Einmal eingefangen, können wir sie dann auch gut untersuchen. Wenn die Tiere gesund sind, lassen wir sie im Wald wieder frei. Zum Schutz der Tiere gehen wir täglich auf Patrouille, wie jetzt. Wir patrouillieren zu Fuß, mit Jeeps, auf dem Fahrrad oder auch auf Motorrädern, 24 Stunden am Tag. Morgens, mittags, abends sind unsere Leute und die Soldaten der Armee auf Patrouille. In Chitwan befindet sich eine Aufzuchtstation für Gaviale, eine kritisch gefährdete Art. Weltweit gibt es weniger als 500 Exemplare. Hier sind wir in der Aufzuchtstation für Ganges-Gaviale. Nachdem die Population weltweit immer mehr zurückgegangen ist, haben wir hier vor vielen Jahren mit der Zucht angefangen. Wenn die Tiere 6 bis 7 Jahre alt sind, setzen wir sie in ihrer natürlichen Umgebung wieder aus. Durch Aufzuchtstationen konnte sich der Bestand der Gaviale zwar teilweise erholen, doch bisher konnte keine überlebensfähige Population in freier Wildbahn aufgebaut werden. Hier sind die Gaviale, die groß genug sind, um mit ihnen zu züchten. Wir haben momentan leider nur ein Männchen und 16 Weibchen. Die Weibchen haben eine spitze, das Männchen eine runde Schnauze. Nur so können wir ihr Geschlecht bestimmen. Mit dem Geländewagen geht es für Rai und seine Kollegen auf Abendpatrouille. Ein Panzernashorn soll gesichtet worden sein. Obwohl sich ihr Bestand zunehmend erholt, ist diese Begegnung auch für Rai immer noch ein Erlebnis. Hinter uns sehen wir eines der wenigen Panzernashörner. Sie sind weltweit vom Aussterben bedroht und werden wegen ihres kostbaren Horns gejagt. Zum Schutz dieser Tiere machen wir den Job und gehen bei Tag und Nacht auf Patrouille. Über 150 Nashörner wurden in den letzten 20 Jahren von Wilderern getötet. Mittlerweile trägt die Zero-Tolerance-Politik der Regierung aber ihre Früchte. Nur ein Nashorn wurde in den letzten 2 Jahren von Wilddieben getötet. Die Ranger machen weiter, auch in der Nacht, zum Wohl der Tiere des Chitwan-Nationalparks. Gleich bei Grenzenlos. Abenteuerliche Flussüberquerungen in den Bergen des Himalayas. Außerdem heilige Männer und Asketen. Logistik ist in Nepal ein großes Problem. Es gibt kaum Straßen und nur wenige Brücken, um die Flüsse zu überqueren. Die Bauern müssen oft schwer beladen über Stunden wandern, um ihre Waren auf dem Markt freizubieten. Viele Orte sind so abgeschieden, dass sie nur mühsam und mit tagelangen Fußmärschen erreichbar sind.
In den Wintermonaten sind die Menschen oft von der Außenwelt abgeschnitten. Für die Landbevölkerung, die auch heute noch, zum Teil wie zu Zeiten ihrer Vorfahren lebt, eine große Tortur. Mein Name ist Santa. Das Leben der Bauern ist einfach. Wenn die Ernte schlecht ausfällt, haben sie in den Wintermonaten oft Probleme. Santas Familie besitzt 5 Büffel, ein paar Hühner und einige kleine Felder. Das reicht gerade so zum Leben. Unsere Büffel geben uns fast alles, was wir benötigen. Den Dung nutzen wir als Dünger. Die Milch trinken wir und machen Käse. Und unsere 2 Ochsen helfen uns bei der Feldarbeit. Ende November findet die Blumenkohlernte statt. Ein Produkt, was sich gut auf dem Markt verkaufen lässt. Die Ernte auf den Markt zu bringen, ist nicht einfach. Wir müssen dafür auf die andere Seite des Flusses. Leider ist die Brücke zu weit weg. 2-mal täglich an 4 Tagen in der Woche bringen Santa und ihr Mann die vollen Körbe auf den Markt. Jeder einzelne wiegt mehr als 70 Kilo. Wenn wir die Brücke benutzen, sind wir für nur eine einzige Strecke mehrere Stunden unterwegs. Das schaffen wir kaum. Die Körbe sind viel zu schwer und es dauert viel zu lange. Deshalb nehmen wir das Seil. Das ist zwar gefährlich, aber was bleibt uns anderes übrig? Die Körbe am Seil über den Fluss zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Man muss sie gut festbinden, sonst fallen sie ins Wasser. Und das war's dann. In der Vergangenheit nutzten auch viele Kinder das Seil, um den Weg in die Schule abzukürzen. Doch nach mehreren schlimmen Unfällen erteilte die Regierung ein Nutzungsverbot. Wer hier abstürzt, taucht so schnell nicht wieder auf. Viele Leute, auch Kinder, sind hier schon verunglückt und ertrunken. Der Fluss kann sehr gefährlich werden. Aber was sollen wir machen? Es gibt zu wenig Brücken. Ich benutze die Seilbrücke seit über 35 Jahren. Meine größte Sorge ist immer, dass uns etwas runterfällt und wir die Ernte verlieren. Mir ist schon klar, dass es sehr gefährlich ist. Aber ich habe mich an die Angst gewöhnt. Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Wenn man nicht genug Schwung hat, kommt man nicht ganz rüber. Dann muss man sich am Seil entlang auf die andere Seite ziehen. Dabei kann man sich die Hände verletzen. Denn das alte Seil ist sehr scharf und rostig. Nach der Überquerung des Flusses ist es nicht mehr weit auf den Markt und auch die Anspannung fällt von Santa ab. Nichts und niemand ist ins Wasser gefallen und keiner hat sich verletzt. Hier gibt es verschiedene Händler, die unsere Waren kaufen, um sie dann weiterzuverkaufen. Aufgrund des beschwerlichen Wegs versuche ich immer viel zu feilschen. Diesmal hat Santa Glück und bekommt einen besonders guten Preis für ihren Blumenkohl. Der gefährliche Weg über das Stahlseil hat sich gelohnt. Die Tempelanlage Pashupatinath zählt zu den wichtigsten Heiligtümern des Hinduismus. Hier an den Ufern des Bagmati, einem Zufluss des Ganges, verbrennen die Gläubigen ihre Toten. Die Anlage ist ein wichtiger Pilgerort für die Gläubigen,
des indischen Subkontinents. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hara Hara Bhole, Namah Shivaya. मेरो नाम शिवहरी सुवेदी शास्त्री हो म विश्वभरिका मानिसहरुको भविष्यबारे चाहिँ हेर्छु Pandit Shivari gehört zur obersten Kaste, den Brahmanen. Er ist Priester und Astrologe. Sein täglicher Arbeitsplatz sind die Verbrennungsstätten am Fluss. Die Hindus glauben, wer hier stirbt und verbrannt wird, wird als Mensch wiedergeboren. Der Fluss Bagmati ist ein heiliger Fluss. Deshalb verbrennen wir hier unsere Toten. Der Tempelkomplex ist dem Gott Shiva geweiht. Hier verehren wir ihn als Herrn des Lebens. Ich bin hier jeden Tag, viele Menschen kommen zu mir. Sie wollen wissen, was sie in der Zukunft erwartet und wie es weitergeht. Ich habe in Benares in Indien Sanskrit und Astrologie studiert und wurde dann Priester und Wahrsager. Wer zu mir kommt, steht oft an einem wichtigen Punkt im Leben und möchte von mir Rat für seinen weiteren Weg. Ein junger Geschäftsmann aus Kathmandu plant, sein Unternehmen zu erweitern und möchte mehr über seine Zukunft erfahren. An den Lebenslinien der Hände kann Shivari die Vergangenheit und die Zukunft erkennen. Er gibt seinen Klienten keine Ratschläge, den richtigen Pfad müssen sie selber gehen. Viele Leute gehen zu den Priestern, um sich aus der Hand lesen zu lassen. Manchmal läuft es im Leben nicht so, wie man will. Dann kann der Priester helfen, eine Lösung zu finden. Ich werde wohl ein sehr guter Geschäftsmann in der Zukunft. Ich werde auch viele Kinder haben und sehr viel Geld. In der Tempelanlage leben mehrere hundert Rhesusaffen, die den ganzen Tag nichts anderes machen als fressen und spielen. Die Affen sind nicht ungefährlich. Sie werden sehr schnell aggressiv und beißen. Der Tempelkomplex von Pashupatinath geht zurück auf das 5. Jahrhundert. 492 Tempel stehen auf dem Areal. Viele heilige Männer, sogenannte Babas oder Sadhus, pilgern hierher, um den Göttern näher zu sein und den Sinn des Lebens zu finden. Radha Baba ist einer der wichtigsten und bedeutendsten Sadhus hier um den Ram-Tempel. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Er hat sehr, sehr lange meditiert, deswegen sind seine Haare so lang. Er ist immer hier in der Nähe des Ram-Tempels und rezitiert Mantren. Ich bin Priester und Astrologe. Er ist ein Sadhu, ein Mensch, der seinem weltlichen Leben entsagt hat. Wen Gott segnet, der wird Sadhu. Nicht jeder kann Sadhu werden. Nur wer den Segen des Himmels hat, kann Sadhu werden. Unser Lebensweg ist sehr schwer. Frühmorgens waschen, sich mit Asche einreiben, dann beten und die Puja vollziehen. Jeden Tag. Die Wohnanlage der Sadhus, der Ram Mandir, ist ein besonderer Ort. Nicht jeder darf ihn betreten. Und das Kamerateam darf hier nur eingeschränkt filmen. Hier leben die Sadhus in einer eingeschworenen Gemeinschaft. Viele sind Asketen und trotzen dem weltlichen Leben. Ein Sadhu geht manchmal abends schlafen und hat den ganzen Tag nur Wasser getrunken. Manchmal gibt es etwas zu essen, manchmal nicht. Trotzdem vergessen wir Gott nie. Radha Baba macht sich fertig für die Nacht. Morgen ist ein neuer Tag. Ein neuer Tag für die Götter. Nepals Straßen gehören zu den gefährlichsten der Welt. Gründe hierfür sind nicht nur die maroden und extremen Straßenverhältnisse.
Die Zustände der Fahrzeuge sowie die Fahrweise der Verkehrsteilnehmer tun ihr Übriges. Jeden Tag stürzen sich tausende Lkw-Fahrer in das gefährliche Getümmel der Straßen. Ihr Lohn für die harte und entbehrliche Arbeit gerade mal 80 Euro im Monat. Mein Name ist Ratsumar Sai, ich bin Truck-Salak-Driver. Ich sehe meine Familie nur alle ein bis zwei Wochen. Ich bin ja ständig unterwegs. Rajans nächste Fahrt geht nach Indien. Eigens engagierte Träger kümmern sich um die Ladung. Ihr Lohn für die schwere Arbeit oft weniger als 1 Euro pro Tag. Ich fahre einen Tata. Die haben genug Power für unsere Straßen. Mein Vater ist ihn schon gefahren. Von ihm habe ich alles gelernt. Wenn es spät wird, übernachte ich oft hier im Fahrerhaus. Der betagte dreiachsige Tata ist Lkw und Wohnmobil zugleich. 180 PS treiben die 25 Tonnen mehr schlecht als recht nach vorne. Du musst dich beim Fahren immer voll konzentrieren. Die Straßen sind richtig gefährlich. Ich war schon in einige heftige Unfälle verwickelt, bei denen glücklicherweise niemandem was Schlimmes passiert ist. Über 13.000 Lkw fahren auf Nepals Straßen. Die meisten sind eigentlich schon Oldtimer. Dicke Trapezfedern sorgen für eine halbwegs ruhige Fahrt. Rajan hat noch viele hundert Kilometer vor sich. Er wird noch Tage unterwegs sein und gönnt sich eine kleine Pause. Solche Truckstops wie hier gibt es überall. Hier trinke ich gerne Tee, esse etwas oder übernachte. Der Tee ist lecker, ich mag ihn jedenfalls. Aber Rajans Truck eignet sich nur für die wenigen asphaltierten Straßen. Gleich bei Grenzenlos, wo die großen Lkw nicht hinkommen. Die Bergregionen Nepals sind schwer zugänglich. Die Wege zu den Dörfern meist nicht asphaltiert. Fast überall wird an den Straßen gebaut und nach dem nächsten Monsun können die Arbeiter wieder von vorne beginnen. Mit kleinen Lastwagen werden die abgelegenen Dörfer mit den notwendigsten Gütern versorgt. Mein Name ist Prakash Lama. Ich bin hier. Die Fahrer benötigen für wenige Kilometer oft viele Stunden. Aber die Menschen in Nepal sind geduldig. Ohne die Versorgung durch die Lkw könnten sie kaum existieren. Mein Job ist ziemlich anstrengend und ab und zu auch gefährlich. Aber wenn du nicht arbeitest, kannst du deinen Lebensunterhalt nicht bestreiten. Was bleibt mir also anderes übrig? Heute liefert Pradash vor allem Lebensmittel für die kleinen Geschäfte aus. Aber auch größere Lasten wie Zement und Holz transportiert er auf seinem kleinen Laster. Bis zu 3,5 Tonnen darf er befördern, was den kleinen Lkw auf den schlechten Straßen oft ans Limit bringt. Wir kommen alle von hier. Das Straßenbauamt hat uns angeheuert. Die Straße war viel zu schmal und stark beschädigt. Wir verbreitern sie und bauen eine Befestigung, damit sie bei Regen nicht wieder weggespült wird. Die schlechten Straßenverhältnisse beanspruchen aber nicht nur den Fahrer. Da die Straßen so schlecht sind, habe ich oft Probleme mit den Reifen. Die gehen permanent kaputt und nutzen sich schnell ab. Leider gibt es in dieser Gegend kaum Werkstätten. Deswegen mache ich ab und zu einen Umweg und fahre hierher. Mein Bruder wohnt hier in der Gegend und hilft mir dann. Pradashs Bruder betreibt eine kleine Werkstatt am Straßenrand. Eine gute Gelegenheit, um den kleinen Laster mal wieder auf Vordermann zu bringen. Hey, kannst du mal schauen? Ich verliere hinten rechts immer Luft. Wahrscheinlich wieder ein Loch? Ja, denke ich auch.
Lass mal sehen. Genau. Guck's dir mal an. Du brauchst komplett neue Reifen. Die haben ja gar kein Profil mehr. Muss aber erst mal so gehen. Ich bin Pradeshs Bruder Jiban. Sein Pech ist mein Glück. Wegen des schlechten Zustandes der Straßen habe ich mehr Arbeit als je zuvor. Siehst du, genau hier ist das Loch. Ich raue den Reifen an und auf die angeraute Stelle kommt dann der Kleber, der trocknet und dann kommt der Flicken drauf. Im Winter halten die Flicken besser als im Sommer. Pradesh setzt seine Reise fort. Er will heute noch zurück nach Kathmandu. Eine lange Fahrt. Nepal, das Dach der Welt. Ein Land zwischen Spiritualität und Abenteuer.